Herzlich willkommen bei Backpackers Guide to the World. Heute geht es um Reisegeschichten und Reiseberichte und dabei konkret um den mongolischen Nationalpark Terelt. Ich war vor 2 Jahren in Ulaanbaatar und wollte gerne aus dieser großen, meiner Meinung nach dreckigen Stadt raus. Und die beste Möglichkeit dafür ist ein Ausflug in diesen Nationalpark, der etwa 70 Kilometer von der Stadt entfernt ist. Leider kostet eine Eintagestour ca. $55 und das war zurzeit einfach nicht in meinem Budget drin. Und einem Amerikaner, der in meinem Zimmer war im Hostel, dem ging es ähnlich und deshalb haben wir uns entschieden, das zusammen per ÖPNV zu machen. Und nach einiger Recherche haben wir auch eine Möglichkeit gefunden. Und zwar war das in einem Guidebook von einem anderen Reisenden und da stand halt eben drin, dass wo die Bushaltestelle ist, wie viel das kostet und wie das funktioniert. Und da stand halt der einfache Fahrtpreis irgendwie 2500 Tukrik, das ist 1,50 € und das ist deutlich billiger als $55. Das haben wir auch gemacht, sind am nächsten Tag zu der Bushaltestelle gelaufen und hatten beim Einstieg ein bisschen Schwierigkeiten. Also einmal der Bus hielt an, die Leute stürmten auf den Bus ein und ich konnte irgendwie nicht einsteigen, konnte irgendwie plötzlich nicht mehr weiter. Und habe dann auch direkt festgestellt, wieso. Ich hatte meine Zipperhosen an und da war jemand, der wollte mein Handy und mein Geld klauen. Das war nämlich in einer Hosentasche von mir drin. Und als ich diese Hand gesehen habe, zuerst mal erschrocken, habe aber geistesgegenwärtig mit der rechten Hand die Hand festgehalten, mit der linken Hand geguckt, ob noch alles da ist. Das war's dann und Person dann weggeschoben und dann mit dem nächsten Schritt in den Bus, Türen gingen zu und der fuhr dann schon los. Und ja, nochmal mit dem Schrecken davongekommen, aber man sollte nicht in einem Land wie der Mongolei einfach so Sachen in den Hosentaschen haben. Das ist, passiert sehr schnell, dass das weg ist. Vor allen Dingen irgendwie an Bushaltestellen, da sollte man aufpassen. Laut Plan sollte der Bus 2 Stunden fahren und nach einer gewissen Zeit, also nach diesen 2 Stunden, da haben wir uns auch mal Gedanken gemacht, ob wir irgendwie schon da sind. Wir sind aus Ulaanbaatar raus, durch mehrere Orte durch und es sah schon, wenn man aus dem Fenster geguckt hat, so aus, als könnten wir schon im Nationalpark sein und die Uhrzeit hat gepasst und so. Deshalb haben wir mal diskutiert, sind wir denn schon da? Passt es denn? Ist denn alles in Ordnung? Und mitten in der Diskussion stellen wir fest, aus dem Fenster geguckt und dann sind wir durch ein Tor gefahren, an dem ganz groß steht Welcome to Terelt. Und kurz vorher sind halt auch irgendwie Leute ausgestiegen und so. Und jetzt haben wir ja gemerkt, verdammt, jetzt haben wir es verpasst. Jetzt haben wir den Ausstieg verpasst, weil der Bus fährt ja weiter. Und was machen wir denn jetzt? Und diskutiert und uns entschieden, dann bei der nächstbesten Möglichkeit auszusteigen. Und die kamen dann durch einen Milchbauern oder Bauern oder, naja, eine Person mit einer Milchkanne, die stand am Straßenrand und hatte den Bus dazu gebracht, anzuhalten. Und dann haben wir schnell hier, halt, halt, wir wollen raus und sind raus aus dem Bus und standen dann an einer einspurigen Straße mitten im Nichts. Und um uns ein bisschen Überblick zu verschaffen, sind wir auf einen Felsen geklettert. Der Ausblick war auch sehr schön. Und da hat man dann auch schon direkt gesehen, dass wir am richtigen Ort sein mussten, denn also in Terelt gibt es auch mehrere Touristencamps, wo man in Jurten übernachten kann. Die hat man von weitem da auch gesehen. Und es passte einfach zu den Bildern und wir wussten ja, okay, da durch diesen Torbogen, Welcome to Terelt, wir waren am Ziel. Allerdings müssen wir auch irgendwie an einen Punkt kommen, wo wir wieder zurückfahren können. Und es gibt ja nur 2 Busse und der eine war ja früh morgens und deshalb haben wir nur noch einen. Und daher haben wir uns überlegt, ja, wir könnten ja einfach ganz gediegen zu diesem Torbogen zurücklaufen. Ja, ich hatte im Bus schon mal geguckt und meinen kleinen Kompass geschaut, wie ist denn die Richtung, wo kommen wir denn eigentlich her und hatte mir das gemerkt, denn die Straße, die hat so einen Bogen gemacht. Und wenn man, ja, braucht man eigentlich nicht viel nachzudenken, ist das Querfeldeinlaufen natürlich schneller als so ein Bogen und es ist schöner. Und es war irgendwie 2 Uhr und gedacht, okay, jetzt haben wir durch das Au einen Auf- und Abstieg auf den Felsen ein bisschen Zeit verloren. In 3 Stunden haben wir das locker geschafft, dann könnten wir das hinbekommen. Ja, sind los, haben unterwegs auch noch von weitem einen anderen Reisenden gesehen, der unserer Meinung nach kein Mongole war und sind dann gewandert.
Das Wandern war sehr anstrengend, weil dort, wo wir gewandert sind, war kein einziger Baum, kein Schatten. Die Sonne hat runtergeknallt. Ich hatte zwar ein Käppchen, aber halt auch sonst nichts. Und ich habe mir viel zu wenig Wasser mitgenommen. Also es war zwar eine Flasche Wasser, die ich da hatte, aber die hat einfach nicht gereicht. Und dann hatte ich mir noch so Salzbrezeln gekauft. Und naja, wenn man was Salziges isst, ist es halt auch nicht so schlau, nicht so wenig, nicht so viel, nicht genug dabei zu trinken. Ja, wir sind dann meinem Kompass hinterhergelaufen und immer weiter die Landschaft. Man konnte die ganze Zeit sehr, sehr weit gucken. Nur irgendwann haben wir die Straße nicht mehr gesehen. Und ja, mehrere Mongolen mit ihren Zelten, Pferdeherden, Kuhherden, teilweise also 200 Pferde auch. Es war interessant und echt wunderschön. Und ja, nach so 2 Stunden kam dann so die Überlegung auf, sind wir denn jetzt auch richtig? Habe ich mich vielleicht in der Himmelsrichtung geirrt? Und naja, um 18 Uhr muss ja da vorne wieder ein Bus kommen, das wird ja schon stimmen und so. Und ja, diese Befürchtungen wurden ein bisschen verstärkt, dadurch, dass wir plötzlich an einem Fluss waren. Und wir hatten die Wahl, der Fluss ist so nach links abgebogen, entweder dem Fluss zu folgen, das war aber gar nicht die Richtung, wo wir eigentlich hin wollten, oder den Fluss zu überqueren und dann weiter diese gerade Linie zu laufen. Wir haben uns dann entschieden, den Fluss zu überqueren. Und er war auch nicht tief, so ein halber Meter, und dort mal die Schuhe ausgezogen. Und ja, es war ziemlich erfrischend bei dem Wetter, und auf der anderen Seite waren auch Bäume. Haben uns mal kurz hingesetzt und ein bisschen gebrainstormt und sind dann aber weitergelaufen und dann nochmal auf diesen Reisenden gestoßen, den wir vorher schon mal gesehen hatten. Und ja, der hat uns ein bisschen neue Informationen gegeben. Und zwar kam der aus Terelch, aber aus der anderen Richtung, ne? Der kam ja aus der gleichen Richtung wie wir. Und wir waren ja der Meinung, wir laufen zum Eingang vom Nationalpark. Aber die Wahrheit war, dass wir eigentlich 30 Kilometer zu früh ausgestiegen sind, dass dieser Bus halt viel langsamer unterwegs war, als der Plan das gesagt hat. Und wir eigentlich hätten müssen noch eine ganze Weile in diesem Bus sitzen bleiben. Der Tscheche, der hat aber dann gesagt, nee, mach dich keine Sorgen, da wo ich herkomme, da sind total viele Touris und das ist furchtbar und ich finde das gar nicht cool und die Gegend hier ist viel schöner. Aber er weiß gerade auch nicht so genau, wie er zurückkommt. Und im Prinzip das gleiche Problem wie wir. Und das andere ist halt, wenn der um 18 Uhr der Bus in Terelch losfährt, dann ist es ja ein ganz anderer Punkt, als wir da gedacht haben, dort wo dieses Tor ist. Und haben aber gesagt, okay, wir laufen mal in diese Richtung weiter und gucken, was da passiert. Und kamen auch bei diesem Tor an und da waren halt irgendwie ein paar, ja, so ein paar Restaurants, die auf ein paar Touris gewartet haben, aber das ist eigentlich nicht so der Fall. Da kommt niemand vorbei und da habe ich mir dann auch bei einem Kiosk nochmal eine Wasserflasche gekauft. Und ich hatte vorher noch kurz geguckt mit meinem Handy, weil da hatte ich ja Offline-Navigationssystem, wo wir eigentlich sind. Nur die Karte von der Gegend ist halt nicht sehr detailliert. Und da hatte ich auch gesehen, wir sind 30 Kilometer weg von Terelch und das nächste Dorf ist auch 10 Kilometer weg und das ist Nalaech. Und sonst ist da nichts. Und ich habe dann die Kassiererin in dem Kiosk gefragt und habe dann gesagt, Bus Ulaanbaatar, nicht Bus Ulaanbaatar. Nee. Und hat dann aber gesagt, Nalaech. Und dann habe ich gemeint, okay, vielleicht gibt es hier irgendeine Möglichkeit, nach Nalaech zu kommen. Und dann haben wir geguckt. Das war dann eigentlich so die Straße entlang, 5 Kilometer weg, aber ziemlich irgendwie serpentinreich und nicht so angenehm zu laufen. Das war aber so die einzige Möglichkeit, die wir hatten, ne? Also wenn da nichts ist, dann müssen wir wohl irgendwie nach Nalaech kommen. Und dann haben wir uns draußen erstmal hingesetzt, getrunken. Und in dem Moment kam dann so ein kleiner Minivan, der aussah wie ein Taxi. Und zu dem bin ich dann direkt mal hin und habe gesagt, Nalaech, 3 Leute. Und der hat gemeint, ja, kein Problem. Und hat dann gemeint, ja, 1000 Tukrik. Also per Zettel haben wir uns da unterhalten. 60 Cent, da haben wir gedacht, okay, gut, das können wir mal riskieren, dann fahren wir mal dahin. Zur Not wird es ja auch eine Möglichkeit geben, wieder zurück an diesen Punkt zu kommen. Und die haben uns in Nalaech dann an der Bushaltestelle rausgelassen. Diese Bushaltestelle sah, ja, die hat jetzt nicht so Zuversicht erweckt, aber da waren Leute und die haben mir gefragt mit Bus Ulaanbaatar. Und die haben dann gemeint, ja, Bus Ulaanbaatar, nicht? Uhrzeit, Uhrzeit und dann 7.
Und das war irgendwie kurz vorher, also kurz vor 7, und dann habe ich gedacht, ach gut, da kommt ja bald ein Bus. Und das könnte auch hinkommen, weil der könnte ja von Terelsch eine Stunde brauchen bis hierher. Und das könnte ja genau der sein. Und die Leute sind aber dann ziemlich aufdringlich geworden, weil der Touris, die hatten auch meiner Meinung nach nicht so wirklich häufig Touris gesehen und wollten dann uns irgendwie Nüsse und so verkaufen, sodass wir so ein bisschen von dieser Bushaltestelle wechseln an einen Ort, wo wir aber noch den Überblick hatten. Und haben uns mal in so Kreis gestellt, die Sachen nach innen, halt gerade auch nach diesem Diebstahl, wollte ich dann nicht so gerne Leute an mir haben. Haben uns so ein bisschen erzählt, ein bisschen vorgestellt vor allen Dingen auch. Und ja, gucken auf die andere Straßenseite und da fährt plötzlich ein Bus und aus dem Bus winkt uns ein Mann, der uns gerade die Information gegeben hat, dass um 7 Uhr Bus nach Ulaanbaatar kommt. Bye bye. Ja, es war da nicht so optimal, ne? Dieser, den letzten und einzigen Bus nach Ulaanbaatar zu verpassen. Und dann sind wir da stehen geblieben und haben gedacht, verdammt, was machen wir jetzt? Ja, der Tscheche hatte ein Zelt dabei, hat er dann gesagt, wir könnten das Zelt nehmen und ein bisschen rauslaufen aus dieser Dorfstadt, was auch immer das war, und dann da in der Pampa zelten. Und wir haben uns schon direkt überlegt, würden die uns im Hostel vermissen, weil wir sind dann, wären über Nacht nicht da, das kann ja mal vorkommen, und würden Leute nach uns suchen, weil jetzt irgendwie 30 Kilometer in der Nacht, keine Ahnung, wo man ist, in der Mongolei zu versuchen, nach Ulaanbaatar zu laufen. Und Ulaanbaatar ist ja auch nachts nicht so sicher. Ne? Die Idee fanden wir nicht gut. Also müssen wir die Nacht irgendwo verbringen. Das Problem war aber auch, also genau in der Gegend, da wird es nachts sehr, sehr kalt. Und der Tscheche hatte natürlich nicht irgendwie für drei Leute Sachen dabei, sondern der hatte einen Schlafsack, die Isomatte für sich. Das Zelt war auch sehr, sehr klein, hat er gesagt. Und ja, es hätte eigentlich nachts auch einer immer aufpassen müssen, weil man weiß ja nicht, ob die irgendwie, ich meine, so ein Touri-Zelt, das ist ja von weitem schon leicht zu erkennen. Und es wäre schwierig gewesen, auf jeden Fall, weil, ja, die Isomatte, der Platz hätte nicht gereicht und wir haben uns aber dann entschieden, nee, wir machen das. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir jetzt sehen, weil Taxi nach Ulaanbaatar gibt's nicht, wir können auch irgendwie verarscht werden und wir gucken, es müsste ja morgen noch Bus geben. Den könnten wir nehmen. Außerdem wahrscheinlich schlafen, wenn wir eh nicht. Wir müssen irgendwo die Nacht verbringen. Und da hinten, so irgendwo ein bisschen um die Ecke, hatten wir Supermarkt gesehen beim Hinfahren. Da könnten wir doch mal trinken und Essen holen und so. Und dann haben wir uns ja, so ein bisschen schweren Herzens auf den Weg Richtung diesen Supermarkt das gemacht. Sind so um die Ecke gelaufen und schon überlegen, wie machen wir das, wie organisieren wir das, wer bleibt zuerst wach. Ich habe mir auch schon überlegt, ich schlafe einfach gar nicht, ist egal, ich setze mich da einfach hin. Und so, und vielleicht kann man sich bei dem Supermarkt eine Decke kaufen. Und als wir da so laufen, plötzlich fährt um die Ecke ein Bus riesengroß mit der Aufschrift Ulaanbaatar. Und dann war der Bus wahrscheinlich, also der, wo der Mann uns gewunken hat, gar nicht der Bus nach Ulaanbaatar. Dann sind wir zurück zu der Bushaltestelle gerannt und überglücklich und rein in diesen Bus und saßen da auch, ja, etwas über eine Stunde und waren dann in Ulaanbaatar. Das hat dann doch funktioniert. Fazit zu dieser Geschichte ist, falls ihr mal in Ulaanbaatar seid und nach Terelsch wollt, ÖPNV funktioniert. Aber lasst euch am besten irgendwie aufschreiben, wo ist denn der Ausstieg, wann sind wir da, also irgendwelche Phrases auf Mongolisch von vielleicht dem Hotel oder dem Hostel. Und vergewissert euch, dass ihr wirklich dort seid. Also der Bogen war der tatsächliche Eingang zum Nationalpark. Der Nationalpark ist riesig. Das heißt, wir waren tatsächlich dort, aber nicht in diesem Touri-Camp. Was ich jetzt nicht schlimm fand, weil nach den Erzählungen von dem Tschechen und was ich jetzt auch online noch recherchiert habe, ist es wirklich sehr, sind da wirklich sehr, sehr viele Leute, gerade Europäer und so. Und diese Wanderung, dieses Erlebnis und diese Suche, die fand ich viel abenteuerlicher als ja, einfach an eine Touri-Destination, an ein Touri-Ziel zu fahren. Und was ich auch sehr faszinierend fand, war, wir waren drei Leute, die sich überhaupt nicht kannten, aber in dem Moment spontan total zusammengearbeitet haben und eine total gemeinsame Lösung überlegt haben. Es kam gar nicht in Frage, dass da irgendwie, dass wir das irgendwie alleine machen oder dass da irgendwie einer alleine zurückbleibt, sondern wir hätten das zusammen gemacht. Und ja, es war für mich ein riesengroßes Abenteuer und das wollte ich jetzt erzählen. Und was vor allen Dingen bei Abenteuern wichtig ist, keine Panik.